So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Mir ist so schlecht. Wir haben vorhin den Brottrunk getrunken. Mir ist immer noch schlecht und ein bisschen was ist auf die Jacke gelaufen. Das riecht jetzt die ganze Zeit so säuerlich, richtig abartig. Dem Hannes hat es geschmeckt. Hi, ne? Moin. Der Hannes hat gesagt, alles gut. Ich hole mir gleich noch einen. Ja. Ich trinke jetzt jeden früh 10 Stück zum Frühstück. So viel nicht, aber... Wir wollen jetzt den Community Raid machen, denn 10 Uhr war wieder Raid-Boss-Wechsel. Das heißt, Voldolos in der Tiergeistform ist jetzt in den Raids eine Woche lang bis nächste Woche Dienstag. Dann kommt Kapu Toro 2 Wochen. Das heißt, Voldolos ist sicherlich begehrt, das erste Mal auch als Shiny da. Wird sicherlich viel geradet, weil es eben auch ein nützliches Pokémon ist. Und guckt euch mal an, wie es hier aussieht. Ist das nicht der perfekte Berg zum Schlitten fahren, wenn Winter ist? Ich sehe jetzt schon die Kinnas, wie die sich hier runterstürzen, ne? Zack, das ist richtig brutal. Hier ist eine Bühne, wir sind nämlich gerade mitten in Birkenfeld. Da ist eine Bühne, da kannst du singen, da ist ein Tor, da kannst du schießen. Und wir wollten natürlich den allerersten Raid, den wir finden, ab 11 machen. Der ging sogar 11 Uhr und 29 Sekunden auf. Der Hannes muss nämlich um 12 zum Bahnhof und nach Hause fahren. Deswegen müssen wir jetzt schnell hier das noch machen. Weil die Arena aber da vorne ist, da ist so ein Denkmal, watschen wir da mal kurz hin. Ihr seht das ja hier vielleicht eingeblendet. Da ist der Raid, da kommen wir wahrscheinlich schon dran. Aber hier auf der Wiese ist doof, deswegen... Ich lese euch mal ganz kurz vor, wen wir überhaupt einladen zum Community Raid. Das ist immer wichtig. Ich habe den natürlich wieder gepostet im Community Tab. Community Tab. 11.20 Uhr, Voldolos, da haben sich ein paar eingetragen. Und wenn wir jetzt sortieren, Neueste zuerst, seht ihr ja, dass ich den Ersten, der sich anmeldet, natürlich immer mitnehme, die ersten 10. Blood and Tears hat sich angemeldet, Henry Nicky, Genaya, George Zock, Trainer Sir Ups, das sind 5 auf dem einen Account zum Einladen. Und dann Kaktussen, Neltarion, Oliver, Black Sea Affe, Kulidita auf dem anderen. Der Rest hat es jetzt leider nicht geschafft, weil es mehr als 10 sind. Dass Hannes dabei ist, bringt auch nichts. Der kann ja nicht noch mehr einladen, wenn nur 10 Fanraider rein können. Ne? Falls ihr das nicht wisst, wie das funktioniert. Und ansonsten sind wir jetzt hier... Na toll. Sind wir jetzt angekommen. Ich zeige euch einfach jetzt mal die Arena. Das Spiel ist eh jetzt aus. Wie gesagt, hier ist das Tor, da ist der Wald. Hier könnte man runterspringen, aber nicht mit dem kaputten Bein. Laufen also einfach mal außen hier rum. Überall Stock. Es ist auf jeden Fall richtig heftiges Wetter, es nieselt die ganze Zeit, es regnet, es ist windig, es ist kalt, es ist matschig, es ist eklig. Wir hätten auch hier hochfahren können, dann wären wir wahrscheinlich nie wieder heimgekommen. Und hier ist jetzt dieses Denkmal, guckt euch doch mal diesen schönen Platz an. Ist auch eine Bank, kannst du dich setzen. Und hier habt ihr das Denkmal. Guckt es euch mal an in Ruhe. Im Weltkrieg 39 bis 45. Opferten ihr Leben, steht alles dabei. Ich kann euch gleich noch vorlesen, wie das offiziell heißt. Ist nämlich noch ein offizieller Name dabei. Das heißt nämlich Denkmal zur Erinnerung an Freiheitskämpfer, Veteranen und, mehr passt gar nicht hin, wo steht denn das jetzt? Was? Ein Schilling hat er erwischt. Ein Schilling hat es erwischt. Der Arena-Name ist so lang, der passt einfach jetzt hier nicht hin. Den habe ich vorhin auf der Map gesehen, wie der hieß. Vielleicht kann ich euch den am Ende nochmal zeigen. Der war auf jeden Fall noch nie so einen langen Arena-Namen gesehen. Hier werden wir uns dann irgendwo hin knödeln, glaube ich. Vielleicht das auf die Bank stellen und davor huckern, weil das ist ein bisschen ehrenlos, wenn man da hier sein Zeugs abstellt. Also stellen wir uns vielleicht auf die Bank. Warten jetzt noch 9 Minuten, wir hatten so eine Zeit sich ausgedacht. Da haben wir uns ein bisschen verschätzt, sage ich mal. Hätten wir doch noch Döner holen können erst. Ja, egal, wir warten jetzt und laden dann ein, wenn es soweit ist. Und dann kommen die Jungs und Mädels und machen mit. Mal gucken, ob es jeder reinschafft, ob jemand vielleicht sogar einen Shiny kriegt. Ach so, ja, 100er Werde. Können wir uns auch angucken. Wie gesagt, ist ein richtig guter Elektroangreifer. Nehmen da ruhig mal 1-2 mehr mit, als jetzt dann 2 Wochen, wenn da hier Kabu Toro wieder kommt. Drücken nochmal hier drauf. Drücken nochmal hier drauf. Gehen nochmal in den Community-Tab und sehen, dass der 2091 hat als 100%iges oder mit Wetterboost 2614. Am besten hier Gestein.
oder Eis? Würde ich euch raten. Laut der Grafik, Gestein oder Eis? Was nimmst du? Ich würde wahrscheinlich Despotar mit Gestein nehmen. Ich würde Despotar nehmen. Gut, der Hannes nimmt Despotar. Was ihr nehmt, schreibt es mal rein. Bis gleich. So, es ist jetzt 11.20 Uhr, 21 sogar. Wir müssen mal auf die Arena drauf. Meinst du, wir sollen privat machen? Glaubst du, dass hier jemand herkommt? Es ist so abgelegen. Eigentlich glaubt man nicht, dass jemand kommt. Wir probieren es mal, wir gehen mal rein. Auf gut Glück. Dann ist das Geschrei wieder groß. Ramses, ich kam nicht rein. Zu viele Fernräder. Wir laden jetzt hier ein. So. Dann sehen wir gleich, wer reingekommen ist. Das nehmen wir mal in die Hand. Ja, wir könnten hier noch ein Gestein auswählen. Jetzt weiß ich wieder natürlich nicht, was hier Gesteinsattacken hat. Nur weil da Gestein steht, heißt ja nicht, dass es auch Gesteinsattacken hat. Obwohl doch, Rihonja müsste ich glaube ich zu Gestein. Dafür habe ich Geowatts Boden. Müsste passen. Wie viel sind wir denn insgesamt, wenn ich 10 einlade plus 3? Das sind 13. Plus dich. Und es sind auch 14 drin. Das könnte also heißen, dass alle drin sind. Wenn ich glaube, ich stelle mich mal hin. Das ist uns alles Mist. Ne? Wir haben nämlich unseren Standpunkt noch mal kurz gewechselt. Ihr seid jetzt hier auf der Bank. Ungefähr so. Das seid ihr. Und das sind die Hannes Füße. Jo. Deswegen stehen wir jetzt hier rum noch und drücken gleich mal drauf. So. Da ist nämlich Ramses Raid Party, Ramses Raid Mania, da ist der Hannes, Blood and Tears, Shenaya, Trainer Sir Ups, Henry Niggi, Kaktusen, Oliver, Kuli, Dieter, Blexi, Affe, George Zockt, Neltarion, also ich sehe keinen Fremden. Alles Leute, die wirklich sich eingetragen haben, das hat geklappt, auch öffentlich. Ist also gut, wenn man mal mitten im Wald eine Arena findet und da raidet. Da hört sich keiner her. Weißt du noch den 100er Wert? 2096 glaube ich und halt ohne Wetterboost 2096 war es glaube ich und der mit Wetterboost, keine Ahnung, mit Wetterboost weiß ich es nicht. Ich dachte 2091, aber oder das 2091, ja, ja. Irgendwas mit 20 und wird 90. Schon gut sein. Ja, irgendwas mit 20 und 90. So, hauen wir mal drauf hier. Der dürfte trotzdem auch nicht unbedingt so schwer zu besiegen sein. Ich glaube, Thomas hat damals auch, glaube ich, ein Duo-Raid gemacht damit. Wenn mich nicht alles täuscht. Der macht ja bei jedem Ding immer ein Duo-Raid. Und ja, aber das Interesse dürfte groß sein, dass auch gerade, wenn man seinen freien Pass loswerden will, sich immer wieder ein paar Leute finden, die sagen, jo, lad mich ein, ich brauche noch Bonbons davon, ich brauche noch ein Shiny davon, ich brauche noch ein 100er davon. Deswegen wird das bestimmt eine sehr coole Woche. Hätten sie eigentlich andersrum machen können, dass sie eine Woche lang einen Kapu bringen, nicht Shiny, und dann zwei Wochen einen Tiergeist Shiny, damit die Leute mehr Zeit haben, das Shiny zu bekommen, anstatt man eine Woche so unter Druck gesetzt ist und man schnell, bevor es wieder weg ist, und dann ist das andere, was keinen interessiert erstmal, das ist halt gefühlt ewig dann da. Und du denkst dann, pff, was soll ich tun, ne? 25, 55 ist das, glaube ich. Ach so, ja. Muss mal kurz hier gucken, was die Kleinen da überhaupt machen, links und rechts. Ob da noch was dabei ist. Ich drücke mal hier drauf. Guck mal, ob da ein Shiny ist. Oder was der für Werte hat. Das ist auf jeden Fall kein Shiny. 2583. Das ist vielleicht später. Das ist auch kein Shiny. 2594, wird also immer besser. Was hat deiner? Eine 2560. 2560? Jo. Ich laufe jetzt mal hier runter und stelle euch, glaube ich, mal aufs Auto und drücke dann mal drauf, was ich da hab. So. Alles. Es hält nicht, es fällt ab. Ne, es hält jetzt. So. Drücken wir mal drauf, fangen wir mal ganz kurz. Gucken wir, ob es ein Shiny ist. Eigentlich ist es kein Shiny.
25, 55. Achso, ja, hatte ich ja schon gesehen. Tun wir mal fangen. Weil wir keine Zeit haben, werfen wir jetzt einfach drauf. Ohne Fangtrick. Und gehen auf großartig, damit es wenigstens trotzdem effektiver ist, als wenn man auf gar nichts trifft. Ist nicht drin, war der erste. Okay, weiter. Wie man einfach immer wechselt, einmal so, ja, immer noch großartig. Das heißt, der Kreis müsste noch viel kleiner sein, damit er jetzt einfach fabelhaft zählt. Wir haben ja genügend Bälle, also lasst euch nicht irritieren. Ich habe auch noch einen Glückstausch, den ich machen kann mit einem kleinen Account. Das werde ich danach auch noch machen, aber ich werde keinen Voldolos mir rübertauschen. Denn Voldolos habe ich schon als 100% auf Level 50. Ich suche momentan Regieis. Wenn der kleine Account also ein Regieis hat, würde ich wohl Regieis nehmen. So rumwerfen ist halt nichts. Mache ich sonst nie, ich warte sonst immer. Jetzt warte ich nicht, er kommt auch raus. Vorführeffekt. Nochmal drauf, zack, wieder daneben, also nicht in den Kreis geworfen. Da ist er wieder da. Er wechselt eh immer zu. Er ist auch sehr aggro. Ist immer noch großartig, immer noch nicht einfach fabelhaft. Muss der Kreis noch kleiner. Er kommt auch wieder raus. Ab 10 Bälle sollte man dann vielleicht mal gescheit machen. Nochmal großartig geworfen, aber es macht Spaß, so viel zu werfen. Ne? Findet ihr das auch? Er ist schon wieder rausgekommen. Komm, wir probieren es jetzt mal auf einfach fabelhaft. Wir stellen jetzt wirklich mal den Kreis ein. Jetzt ist er so klein, da müsste er doch jetzt einfach fabelhaft werden. Jetzt ist es natürlich schwieriger, in den Kreis zu treffen. Jetzt wäre es natürlich besser zu warten. Er ist in der Mitte und greift an. Das probiere ich genau einmal. Funktioniert, aber dauert dann natürlich auch, wenn man das jetzt bei jedem Versuch so machen will. Und er ist drin. Einmal einfach fabelhaft und er ist drin. Sauber. Jetzt muss ich da hinten noch irgendwas fangen. Dann komme ich wieder und dann mache ich noch schnell einen Glückstausch im Video mit vielleicht hoffentlich Regieis und dann kriegt der andere halt das Voldolos jetzt. Das ist eh nicht so gut. Ihr seht das hier 12, 14, 11 und dann kriege ich hoffentlich mein 100er Regieis. So, wir stehen jetzt hier beim Dönerlutz. Ne? Guck, da ist der Hannes, der nimmt sich noch was zu essen mit. Für einen Zug oder für abends oder für keine Ahnung. Ich möchte jetzt noch ganz schnell den Lucky Trade machen. Hier geht auch irgendwie ein Ei auf. Vielleicht ist ja ein shiny Rabauz drin. Ich stelle ich mal hier vor. Sieht sonst komisch aus. Es ist sogar ein Rabauz, aber es ist kein shiny, aber egal. Vielleicht ist es ja ein 100er. Wir können es ja mal bewerten kurz. Nein, es ist auch kein 100er. Was ist hier mit dem Typ jetzt los? Typ. Ich muss mal kurz mit dem Typ weglaufen, dass der sich wiederfindet. So, hat sich wieder gefunden. Wie im Stream bei der Raidmania immer. Jetzt muss ich nur mal hier drauf. Muss mich selbst auswählen. Und sehe, da steht gar nichts. Hä? Jetzt muss ich nochmal hier gucken. Ich glaube, ich habe das Falsche, den falschen Account. Glücks? Ramses Raidmania wird mir hier als Glücks angezeigt. Ach so, ja, ich hab klar den falschen. Ja, ich sehe ja auch nichts wegen keine Brille und so. Ich muss also hier drauf. Und jetzt den Ramses auswählen zum Tauschen. So, einmal hier, einmal da. Ich hoffe, der hat überhaupt ein Regieis dabei. Das passt auf jeden Fall. Wir gehen rein, gucken mal, Regi, Regieis, 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 er hat zwei Stück, hat er, ich nehme mal das untere, er hat auch Shiny Registeel dabei, aber wir wollen ja Regieis und hier dem geben wir einfach das Voldolos von eben zurück, vielleicht wird das ja ein gutes bei ihm. Einfach mal durchziehen, gucken, was passiert.
17,84 und 26,14. Also ja, 26,14 wäre der Wert gewesen. Der eine hat ja gerade einen 25,94 gehabt. Hatte 15, 15, 12 oder so irgendwas. 17,62 ist schlecht. Aber das andere, das Voltolos, hat 26,6. Das ist ein 98er mit 15, 14, 15. Also der hat auf jeden Fall was Gutes, was er jetzt auch nutzen kann. Da war leider nichts. Und ich möchte jetzt schon mal nochmal Tschüss sagen zum Hannes. Tschüss, Hannes. Tschüss. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ja. Habt ihr auch ein Voltolos gemacht schon? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Eigentlich wollte ich heute Abend ja hier Voltolos-Raids für Zuschauer machen, aber ich weiß nicht. Die Brille ist noch nicht fertig, die Ersatzbrille ist jetzt auch kaputt. Ob das so klappt? Ich habe mal einen Thomas gefragt, ob er Lust hat mit mir zusammen. Mal schauen. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch in der Raidmania, denn irgendwie muss es ja gehen.